Hallihallo und willkommen zur 54. Folge des FIFA 13 Karrieremoduses mit den Tottenham Hotspurs. Und ja, ihr seht schon an der Videolänge, dass heute keine Doppelfolge kommen wird. Also gut, das erkennt man nicht wirklich an der Videolänge, aber ihr seht, wie lang das Video ist. Und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, wie lange ich das geschnitten hatte. Und da war es auch schon so spät, das Ganze noch in zwei Videos zu schneiden. Und von daher heute keine Doppelfolge, dafür eine mal in Überlänge. Ich hoffe mal, das geht auch in Ordnung. Das läuft ja am Ende fast auf selbe hinaus, wenn man ein doppelt so langes Video hat, anstatt zwei, die ungefähr genauso lang sind. Gut, das ist ein bisschen weniger, aber trotzdem, ich denke mal, ihr versteht das schon. Und wir sind auch, glaube ich, in der letzten Folge, in der Transfermarkt offen haben wird. Wir sind nämlich schon am 22. August angelangt. Und kommen hier erstmal in unser zweites Premier League Spiel diese Saison. Wir haben ja im ersten ziemlich aufs Maul bekommen von Liverpool 4:1. Viele haben auch geschrieben, du musst dich erst an die neue Formation gewöhnen, du sollst noch einen besseren Innenverteidiger kaufen und. Das Ganze stand also da. Und ja, mit dem 3-5-2 bin ich ja im Ultimate Team eigentlich ganz erfolgreich und habe deswegen gehofft, dass das jetzt besser werden wird gegen QPR zum Beispiel. Ich war natürlich auch ziemlich geladen nach zwei Niederlagen gegen Liverpool und das Spiel war auch direkt danach. Also ich habe keine Pause gemacht da bei der Aufnahmesession. Deswegen war ich da noch ziemlich sauer vom Spiel vorher und das Ganze sollte sich dann einfach jetzt mal entladen in Sachen QPR abschießen und das gelang mir auch eigentlich relativ ordentlich in der Anfangsphase, denn nach Bale trifft auch unser anderer Stürmer Pato, das ist ja jetzt unser Doppelsturm, hat sich ja jetzt ein bisschen geändert, Bale ist jetzt rechter Stürmer anstatt rechter Flügel, aber ich denke mal, das wird bei ihm jetzt nicht so viel ausmachen, er kann ja immer noch mit links schießen. Und auch Hazard mit seinem Debüttor und diesmal sah es doch deutlich besser aus als im Spiel gegen Liverpool zuvor. Ich muss auch sagen, viele haben gesagt, ich soll noch einen Ersatz dann für Eriksen holen, aber ich muss sagen, Eriksen auf der 6 gefällt mir ziemlich gut. Er macht jetzt quasi für mich so ein bisschen den Gündogan bei Dortmund. Ich meine, Gündogan ist jetzt auch nicht der körperstärkste Spieler, den man kennt. Klar, er kann sich mittlerweile ganz gut durchsetzen, aber er ist jetzt kein, hier bei uns Pogba, er ist kein Bender. Aber er hat einfach dieses sensationelle Passspiel und das Ganze ist für uns jetzt Eriksen quasi hier bei uns. Der kann die Bälle wunderbar verteilen aus dem defensiven Mittelfeld oder halt einfach mal mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Das ist auch etwas, das an das er sich jetzt vielleicht gewöhnen muss. Im Defensiven kriegt man ja ab und zu, macht man öfter mal einen Foul. Aber naja, wie gesagt, ich werde Eriksen im Defensiven auf jeden Fall mit Pogba behalten. Diese Doppel-6 gefällt mir ziemlich gut bisher. Und hat bisher auch sehr, sehr gut funktioniert in den Spielen, die ich gemacht habe. Also in Sachen gut funktioniert, es gefällt mir deutlich besser als die Formation, die ich vorher ausprobiert hatte, nicht wahr? Ja, das dazu, also die bleibt auf jeden Fall. Die Außen sind ja zurzeit auch sehr gut bestückt mit Hazard und mit El Shaarawy. Dazu haben wir Isco auf der 10, der seine Sache sensationell macht. Schon wieder zwei Tore gemacht und bisher auch schon zwei Vorlagen. Das ist schon ziemlich geil, was der am Ende hier haben wird für Stats, werdet ihr dann sehen. Letzte Aktion, dann nochmal Muriel für Bale und dann steht es 6:0 und das ist dann auch das Ende der Partie, soweit ich mich erinnere, es wird kein siebtes mehr fallen. Letzte Chance geht dann aber nochmal an QPR, die dann auch wie immer ihr Tor erzielen wollten, da ich ja einfach nicht zu 0 spielen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Neuer wird wohl nie in diese Liste der ohne Gegentore-Spieler nach ganz vorne eingehen. Elfmeter Tarabt gegen Manuel Neuer und ja, Neuer bleibt tatsächlich Sieger und damit schaffen wir es wohl tatsächlich zum ersten Mal ohne Gegentor. Das wäre doch mal was, Ecke kommt rein und ja. 6:1 Bobby Zamora und das dabei bleibt es am Ende. Isco mit zwei Toren und drei Torvorlagen. Ein sensationelles Spiel. Also Isco alleinig auf der 10 ist schon sehr, sehr, sehr geil, muss ich zugeben. Also der junge Mann macht auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dem zu spielen. Der ist relativ fix. Er setzt sich gut durch, Körper stark, naja, aber hat super Pässe, einen ganz guten Abschluss und mit dem macht es einfach eine Menge Spaß, auf der 10 zu spielen. Dann habe ich noch, na klar, El Shaarawy auf links und Hazard auf rechts, was eine geile Flügelzange ist. Vorne halt Bale und Alexandre Pato, defensiv Eriksen und Pogba. Das hört sich schon ganz ordentlich an als Mittelfeld. Wir haben dann halt noch als letztes die Defensive, gut, Varane und Corker sind da gesetzt und dann bleibt halt die dritte Innenverteidigerposition noch mit Walker. Und ich muss euch sagen, ich hatte schon mal eine Karriere bei FIFA 12, wo ich auch eine Dreierkette hatte und da habe ich auch Walker auf die dritte Innenverteidigerposition gesetzt, denn Walker ist relativ körperstark und ist auch nicht der allerkleinste. Gut, er ist auch nicht der allergrößte, aber er ist auch nicht der allerkleinste. Na gut. Er ist halt verdammt schnell und das kann ich für einen, also ich weiß nicht, aber ein Innenverteidiger ist schon immer ganz
von Vorteil, wenn man einen Innenverteidiger hat, der halt, oder einen Verteidiger, der halt verdammt schnell ist, der halt mal auf Außen da lang rennen kann und sich halt da durchsetzen kann, wenn einer mal tatsächlich vorbeiziehen könnte. Angebot von Bayern für Isco. Also was ich meine ist, dass halt Varane ist halt ein ziemlich langsamer Verteidiger, ist halt sehr, sehr stark im Zweikampf und Kopfball. Korka ist so ein Mittelding zwischen Varane und Walker dann, und Walker ist halt wirklich der, der halt noch ein bisschen aufpassen muss, falls einer durchrennt, dass er eben hinterherrennen kann. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Klar, in der Mitte, während hier Holtby angenommen wird von PSG, den wir aber eigentlich gerade ja für Bernard eintauschen wollen, deswegen könnte das Ganze noch etwas schwierig werden mit Bernard. Sollte das mit Holtby schneller durchgehen als das Gebot, was ich halt machen wollte. Und ja. Was wollte ich noch sagen? Genau, mit Walker. Ich werde ihn jetzt, also ich habe, werde jetzt keinen Innenverteidiger mehr kaufen in der zurzeitigen Sommertransferphase. Aber ich sag nicht, dass es nicht einen Transfer geben wird in der Winterpause, denn falls mir nicht gefällt, dass der Innenverteidiger spielt, oder falls es euch auch gar nicht gefällt, dass ich Walker Innenverteidiger spielen lasse, dann lässt sich das natürlich auch ändern in der Winterpause. Aber eine halbe Saison muss er da erstmal spielen und ich tippe mal, dass er seine Sache ganz ordentlich machen wird. Von daher keine Angst, der wird das Ding schon schaukeln. Jo, wir kommen auf jeden Fall in die nächste Partie und diese ist dann die Partie gegen Chelsea und wir wollen natürlich unsere Siegesserie von einem Spiel jetzt weiter ausbauen und mal richtig auch die nächsten Spiele, das nächste Team zerstören, was dann Chelsea ist. Und einer spielt heute zum ersten Mal gegen seinen Ex-Verein, das ist Eden Hazard. Und er trifft hier zum 1 zu 0 nach 6 Minuten. Das ist doch mal ein Start gegen seinen Ex-Club. So lässt sich natürlich gerne leben. Hazard also im ersten Spiel gegen Chelsea direkt erfolgreich. Und das ist natürlich eine schöne Angelegenheit. Aber Chelsea natürlich ein anderes Kaliber als QPR, deutlich offensiv besser aufgestellt und natürlich mit deutlich mehr Chancen. Defensiv, die eine oder andere Schwäche war da trotzdem zu sein. Ich meine, David Luiz ist trotzdem eine Person, gegen die man einfach nicht mal im Karrieremodus spielen will. Selbst da ist er richtig, richtig stark. Aber sei es drum, Bale mit dem 2 zu 0 nach klar Vorarbeit von Isco, unserem zentralen offensiven Mittelfeldgenie. Immer wieder, wenn er am Ball ist, weiß ich, dass es gefährlich wird. Und das ist dann auch meistens der Fall, dass es halt wirklich so ist. Aber Chelsea war nicht so richtig im Spiel. Sie kam nicht zu Chancen und das ist eine Situation. Ich meine, was wäre, wenn wir jetzt hier nicht Walker hätten? Er ist unser dritter Innenverteidiger. Sprintet übers komplette Feld, legt rüber das El Charabi und der ist halt zum Glück relativ beidfüßig. Letzte Saison ja noch 5 Sterne Weak Foot in FIFA 12, aber die 4 Sterne reichen auch vollkommen aus. Oder wenn er sogar 5 hat, ich bin mir gar nicht sicher gerade. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, ne? Pato dann mit dem 4 zu 0 und dann wurde es jetzt auch relativ deutlich wieder klar, ein bisschen sehr hoch am Ende das Ergebnis. Aber ja, wenn Chelsea aufmacht beim 3-0 oder beim 4-0 oder irgend sowas, dann ist das natürlich auch klar, dass mir da als konterstarker Spieler, vor allem im Karrieremodus, die Tore komplett offen stehen. Aber ihr kennt ja das tägliche Gegentor, das wird wohl immer so bleiben und das kann ich auch irgendwie nicht ändern, ne? Lukaku mit dem 1 zu 4, aber ihr seht schon, was ich meinte. Plötzlich macht Chelsea komplett aus, will irgendwie noch das Wunder schaffen. Stattdessen Isco noch mit seinem täglichen Tor. Also, ja, also Isco wirklich der Mann der Episode bisher. Ganz, ganz stark. Und auch nochmal hier mit einem wunderschönen Tor, ne? Mit einem No-Look-Tor. Obwohl er dann doch noch hinguckt, aber auch zur Sicherheit aber reingeht. Aber am Ende gewinnen wir mit 5 zu 1 und stehen damit, ja, etwas besser da als zu Saisonbeginn, wie es aussieht. Isco mal wieder mit einem Tor und zwei Torvorlagen. Damit hat er nach zwei Spielen, ne, nach drei Spielen, 5 Torvorlagen mindestens, wenn er nicht auch eine, ne, im ersten nicht. 5 Torvorlagen nach drei Spielen ist auf jeden Fall etwas, was sich sehen lässt. Dann hatte ich Viktor Fischer von Bayern, wollte ich ausleihen, mit Kaufoption. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich das annehme, fehlen mir 6 Millionen im Budget. Und die brauche ich wahrscheinlich noch, um Bernard zu kaufen. Mein Plan war jetzt, Bernard zu verpflichten und dann Fischer anzunehmen, denn wenn man ja Leihangebote annimmt, wird es zwar einem von dem Transferbudget abgezogen, aber man kann dann ins Minus. Das ist ja so, dass, weil man ja weiß, dass man danach noch das Budget wieder auffüllt. Und ja, deswegen wollte ich erst Bernard kaufen und dann Fischer annehmen, das Leihangebot.
Das Ganze klappt aber leider nicht ganz so doll, denn als ich merkte, dass ich FIFA annehmen wollte, da ist es auch schon zu spät und das Transferangebot wurde schon wieder abgelehnt und bis ich dann wieder ein neues abgegeben habe, war die Transferzeit leider auch schon zu Ende. Ja, ich wollte mich dann halt leider noch um einen offensiven oder einen zentralen Mittelfeldspieler kümmern, denn Holtby war weg und wir brauchten auf jeden Fall noch einen Ersatz für einer dieser Positionen und hatte da ein paar Spieler im Auge, abgesehen von Bernard war es dann noch Leroy Fair, der Philipp Duricic. Und wenn man das so ausspricht, denn das D sieht ja ein bisschen seltsam aus, keine Ahnung, wie man es ausspricht, der ja in echt zu Sporting gewechselt ist oder zu Benfica, ich glaube auf jeden Fall in die portugiesische Liga, soweit ich es weiß, sieht auch noch einem schönen Talent aus, 22 Jahre jung, hat sehr, sehr geile Stats. Als nächstes dann auch der Koke von Atletico Madrid, der ja diese Saison ein Team of the, den Most Consistent Team of the Season bekommen hat, scheint also eine sehr, sehr ordentliche Saison gespielt zu haben. Und eventuell auch eine ganz nette Zukunft vor sich zu haben. Das, ja, lässt sich natürlich jetzt nicht so aus FIFA ableiten, aber generell kann man das wahrscheinlich schon so sagen. Als nächstes dann noch der Jude Bellhanda, der mittlerweile bei PSG hier spielt und nicht mehr bei Montpellier. Auch in echt weiß ich nicht, ob er noch nächste Saison da spielen wird, denn er hat ja eine ganz geile Meistersaison gespielt und da ist ja schon das ein oder andere Auge auf ihn gefallen. Soweit ich weiß, hat er auch in echt Leverkusen Interesse gehabt eine Zeit lang. Ob es jetzt noch ist, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht so verfolgt, aber ich habe mal gesehen, dass das Interesse auf jeden Fall da war. Ja, mit Tarabt endet dann auch schon unsere Liste der Offensiv- oder zentralen, Entschuldigung, zentralen Mittelfeldspieler, die wir verpflichten wollen oder auf jeden Fall versuchen wollen zu verpflichten. Wir sind auch schon am letzten Transfertag angelangt, wenn ich mich nicht irre. Da habt ihr es schon kurz gesehen. Und ja, Bernard der Erste, also Atletico Mineiro, das erste Team, das unser Angebot akzeptiert. Und damit kommen wir auch direkt in Verhandlungen natürlich mit Bernard, der aber halt leider Gottes eine ziemlich hohe Mannschaftsrolle fordert, die ich ihm eigentlich nicht geben kann, aber ihm letztendlich im Vertrag anbiete und mal sehen, was er dann macht. Die restlichen Vereine eigentlich lehnen alle unsere Angebote ab und wollen mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, denn am letzten Transfertag ist es ja leider meistens so, dass man eventuell ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss, da halt die Zeit sehr knapp ist und man sich nicht auf lange Vertrags- und Ablösegespräche einlassen kann, da einem, wie gesagt, nur diese letzten 10 Stunden bleiben, um noch irgendwie sein Kader zu verbessern oder halt gegebenenfalls auch zu verschlechtern, ne? Das ist natürlich immer der Lauf der Dinge an so einem letzten Transfertag, aber gut, das lässt sich natürlich nicht ändern, dafür ist er ja da, immerhin gibt's sowas. Denn ansonsten, ja, hätten wir natürlich doch ein Problem und das Ganze wäre nicht so schön, wenn es irgendwie sowas nicht gibt. Ich meine, das ist eine ganz coole Erfindung. Erfindung, gut, ist ja jetzt keine Erfindung, aber ist ein ganz cooles Feature, was eingebaut ist und ich hoffe, das wird bei FIFA 14, weil ich ja generell hoffe, dass der Karrieremodus da wieder ziemlich geil wird. Ich hoffe ja generell, dass er ein bisschen mehr an Fußballmanager angelehnt wird. So ein paar Features fände ich dann schon ganz geil für einen Fußballmanager. Fußballmanager mit diesem Spiele-Feature wäre ein fast perfektes Spiel schon für mich. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass der FIFA 14 Manager ganz geil wird. Von den Screenshots, die ich bisher kenne, ist der eine oder andere dabei, wo man sagen kann, jo, das sieht auf jeden Fall nach einem ganz geilen Spiel aus und wird wohl auch ziemlich Spaß machen. Ich werde natürlich auch so früh es geht irgendwie dazu meine Videos raushauen. Der Karrieremodus in FIFA 14 wird natürlich fortgesetzt. Mit welchem Team? Weiß ich noch nicht. Ich habe da zwar schon meine Idee, dass wir ihn so ein bisschen aufziehen wollen wie FIFA 13. Aber mal sehen. Vielleicht kommt da ja nochmal so ein Video, wo ich kurz davor entscheiden dürfte, mit was ich denn anfangen soll, die erste Karriere. Um, ja, das Ganze dann natürlich auch da kennenzulernen. Gut, jetzt kommen wir wieder zu den Transfers zurück und ihr seht schon, der ein oder andere Verein nimmt tatsächlich die Transferdings an, unsere Transferangebote und das ist natürlich eine schöne Sache. Dadurch sollten wir eigentlich, wenn wir jetzt noch einmal weiter simulieren, zum nächsten Mal, während ja Real Madrid Castaños ausleihen würde. Ich dachte erst, naja, da wird er ja nicht spielen, aber letztlich ist es mir egal. Denn bei mir wird er zu selten zum Einsatz kommen, als dass er woanders lieber unglücklich sein sollte, ne? Das wäre dann natürlich, dann kann er zumindest mich nicht anfauchen, dass er zu wenig spielt. Gut, wir kommen dann zur letzten Stunde des Transferfensters und jetzt die große Frage, welchen dieser Spieler werden wir in unserem Team begrüßen dürfen. Die Auswahl ist nicht sonderlich groß, nur lediglich zwei Spieler haben unser Transferangebot akzeptiert.
Und die Wahl fällt also jetzt zwischen Jürgen Spellander und Bernard. Und diese Wahl fiel mir letztlich nicht sehr schwer, denn Bernard hat da natürlich deutlich den Vorzug bei mir als Jürgen Spellander. Heißt, Bernard haben wir jetzt letztendlich tatsächlich in seinem Team aufgenommen. Er wird natürlich die nächsten Spiele zu uns stoßen und dann mal sehen, was er so leisten kann. Vor allem erstmal als Backup. Vielleicht kann er sich hier trotzdem ganz integrieren. Nun ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich über eine Bewertung von euch freuen. Die Folge war schon ziemlich lang und es ist ziemlich anstrengend, so lasst zu kommentieren. Aber na gut. Deshalb kommen die Folgen in 10 Minuten. Naja, was soll's. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen und tschüss.